Damit ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Gen 7 Draft League Match. Und zwar gegen Martin. Und ja, das Team, was er mit dabei hat, gefällt mir so absolut gar nicht. Denn ich find's kacke. Es ist ziemlich stark gegen mich. Und ja, womit könnte er liegen? Er hätte auf jeden Fall mehrere Optionen. Er hätte die Option, mit Amphira zu liegen. Da spielt er ja gerne dieses Celestial Disabled Set. Dann könnte er mit Fostelka liegen, was ich schon fast eher vermute, wobei Torkoal da ziemlich gefährlich gegen ist. Hätten wir jetzt doch mal Earth Power mit dabei, ne? Das wäre geil. Hätte ich es doch mal mit reingenommen. Scheiße, wieso habe ich es für Rapid Spin rausgenommen? Egal. Damit wir selbst die Spins haben. Oder Skorgler. Skorgler wäre auch sehr gefährlich. Wir könnten mit Pillowswine lieben. Pillowswine ist im Grunde... Pillowswine gar nicht mal so mies, ne? Weil mit Pillowswine habe ich hier gegen was. Kapokin ist aber halt ein bisschen... Kapokin ist nervig, aber dafür haben wir Venusaur. Venusaur, wenn wir damit rauskommen, das irgendwie hinkriegen, Double Switch. Wie machen wir das am besten? Denk mal mit Torkoal leaden. Das sieht mir sehr nach einem. Ich werde mal Fake outen. Jo. Da kommt Gastrodon. Sehr schön. Darauf drücken wir den Double. Oder? Wir noch auf den Double. Wir könnten erst einmal recovern, falls er uns angreift. Ich tendiere aber eher dazu, dass er auswechselt. Er macht sogar den Angriff. Uff, okay. Die Frage ist jetzt. Mein Pillowswine ist jetzt so eingestellt gegen Medicham. Medicham, Eyeshard, na, macht nix. Was macht nix? Und er hat ein. Er hat dieses blöde Set, das ist nervig. Wenn ich jetzt in Venusaur gehe und Sleep Powder drücke. Ach, Drain Punch, okay. Au, das war ein bisschen zu heftig, finde ich. Kann ich einen Bullet Punch überleben mit Venusaur, mit dem Set? Venusaur, hi. Sollte ich eigentlich... Ach ne, warte mal, Telepathie hat das ja gar nicht, ne? Das hat, Gott. Pure Power, ne? So. Bullet Punch. Macht wie viel? 33. Wir drücken Sleep Powder. Wenn wir das Ding Sleep Powdern können, dann haben wir auf jeden Fall einen großen Vorteil. Allein schon, dass der Drain Punch so viel abgezogen hat mit 46%, das ist schon gewaltig.
Eigentlich war es klar, dass das so aussieht. Er hat die absolute Maxwell gerade bekommen. Hat er Overcoat? Er hat Overcoat. Hat er nicht. Perfekt. Ich könnte jetzt aufsetzen, aber... Das ist mir zu blöd. Wir machen jetzt einmal, glaube ich, die Stealth Rocks. Oder greife ich an? Nee. Wir machen einfach Stealth Rocks. Er macht Toxin. Okay, Stealth Rocks, pop. Das werde ich noch behalten für Chip. Wir greifen jetzt einmal mit Lava Plume an. Oh, okay, perfekt. Darauf reagieren wir mit Venusaur. Venusaur, ja. Die Fog war nämlich klar. Und wir machen jetzt einfach den Petal Blizzard, weil mit einem physisch offensiven rechnet er garantiert nicht. Ein spezielles wird er wahrscheinlich noch ab. Ah. Ist aber okay, I think. Und einmal Wishbetten Pass, ne? Jo. Er spielt tatsächlich Sludge Wave. Wir machen jetzt einfach mal auf Quake. Wenn er jetzt in Skorkler wechselt, dann wechselt er in Skorkler. Oder will ich Skorkler predicten? Und jetzt einen Double Sash auf Gastrodon ziehen. Beziehungsweise Pillowswine. Ich will auf Pillowswine gehen. Und? Uff. Sein fucking Ernst? Okay, das nervt mich jetzt. Das ist jetzt gerade blöd. Das ist ja mal gerade richtig blöd gelaufen. Betten Pass. Eine Runde haben wir noch. Jetzt gehen wir auf den Earthquake. Das Salazar muss weg. Jetzt geht er auf Flygon und will er mich verarschen. Warte mal, das Ding ist gesleept, ne? So, wir opfern Umbreon. Gehen zu Alakazam und hoffen, mit der Hidden Power Ice A erst einmal schneller zu sein, weil er keinen Scarf hat, und dann B zu killen. Wir haben jetzt... Alakazam. Life Orb gegen... Flygon. Machen wir mal Choice Scarf. Er hat mir eben gerade gehen. Also wenn er jetzt ein Scarf Set hat, hat er gewonnen. Dann haben wir keine Chance hier. Okay, wir sind schneller und nehmen diese Flygon raus. Gut. Jetzt in Medicham geht, können wir es mit Gastrodon nochmal anchippen ein bisschen. Vielleicht sogar abwerfen und mit Pillowswines. Die
Frage ist, können wir ein Kapukime mit 74% schon erledigen? Fini? Defog. Du hast 74% nur noch. Psychic macht eigentlich nicht genug, ne? Wir drücken einfach die Psychokinese. Wir müssen ja so viel anschippen, wie geht. Er geht die Midi-Champ, perfekt! Tschüss, Midi-Champ! Ah, oh, Alakazam, erstes Spiel, 2 Kills. Sehr schön. Sehr schön. Das Schlimmste von allen ist weg. Und im Grunde, wenn ich jetzt Torkoal opfere, dürfte ich eigentlich mit Venusaur durchgehen? Ich brauche Gastro dann eigentlich nicht mehr, ne? Upp. Ist Kapukime schneller als... Kommt auf das Venusaur an, ne? So. Chlorophyll. Ich bin aber physisch. Ich habe ein Adamantwesen. Da wäre ich aktuell, wenn es dieses 192-Ding wäre, schneller. Aber würde ich mit Petal... Petal Blizzard auch killen? Vielleicht, nee. Eher nicht. Das heißt, wir müssen... Alakazam wieder rein. Alakazam rein, Psychokinese drücken. Doppel anchippen. Geht nicht anders. Ich glaube, den Kalk seht ihr ja sowieso, ne? Fortress. Okay, Fortress nehme ich. Da gehen wir jetzt auf Torkoal. Torkoal. Dann machen wir einmal Lava Plume direkt. Zellersil ist okay. Ja doch, wir drücken jetzt einfach auf Lava Plume und dann ist Schluss. Weil wir drücken, gehen jetzt hier rauf und drücken einfach Erdbeben. Einfach Erdbeben drücken. Kommt ein Gligar. Okay, wir gehen und machen Growth. Zack. Und wir machen... Petal Blizzard. Uff, das zieht immer noch nicht genug ab. Das ist nicht gut. Aber wir haben... Das Vieh noch, ne? Machen wir nochmal Growth. Ist okay. Haben wir das vielleicht da verkackt? Nur rein theoretisch. Wir auf Ampelus rein. So. Gehen an Alakazam. Alakazam juckt es nicht. Wir sind schneller. Drücken Psychokinese. Wenn er mit seinem Fortress mal wieder reinzukommen, ist sowieso Schluss. Dann drücke ich nämlich einmal Shadow Ball und dann ist finito. Hauptsache Seller setzt erstmal weg. Kommt mal Kapukime rein. Okay. Pokémon Switch ist in Ordnung, da gehe ich auf Venusaur. Moonblast ist jetzt nicht so dramatisch. Was haben wir gemacht? 20%, hm? Gehst doch jetzt sowieso auf dein Roost. Dann machen wir nämlich Hidden Power Ice. Du bist weg. Alakazam hat bisher alle Kills geholt. Will ich nur mal erwähnt haben.
Psychokinese. Die Upperberry. Nicht gut. Gar nicht gut. Jetzt machen wir noch einmal Pedal Dance. Wir müssen hier auf Growth gehen. Nein! Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Uff. Immer diese Beeren. Ach scheiße, ich habe nicht auf die Beeren geachtet. Oh Mann. Das sah eigentlich so gut aus. Ach Mann, ey, das kotzt mich jetzt wieder an. Kotzt mich jetzt aber richtig an. Naja, machst du nichts. Drei Niederlagen in Folge. Ey. Da kommt Freude auf. Naja, egal. Wir machen ja hier größtenteils Ino zum Pfannet und. Ist sowieso nicht das beste Team. In letzter Zeit bezweifle ich ja. Oder zweifle ich ja sehr stark an diesem Team. Und will eigentlich möglichst viel nur noch verändern. Ich hoffe, dass wir es noch in die Playoffs schaffen. Wenn nicht, dann nicht. Aber ja, mal schauen, wie es weitergeht. Uff. Na dann, das war's dann von dem Match. Es war auf jeden Fall spannend. Das war spannend. Blöd ist halt einfach nur, dass dieses Fortress dann doch aufgewacht ist am Ende. Ohne diese blöde Beere hätten wir es vielleicht gewonnen. Ich hätte jetzt nicht vielleicht. Ich weiß nicht, ob Focus Blast hier der beste Play war. Eher nicht so. Fortress, mal wieder. Naja. Ich hasse das Ding. Aber ansonsten haben wir uns eigentlich ziemlich gut geschlagen, finde ich. Das Set mit Bisaflor ging leider nicht so auf, wie es sollte, aber. Ja. Ist dann halt so, ne? Testsets sind immer so ein bisschen eigenartig. Hätte jetzt auch nicht erwartet, dass dieses Gligar so omnipräsent dann doch am Ende ist. Weil ich halt dachte, so bei Pillowspine und so kriege ich das eigentlich hin. Torkoal vielleicht zu opfern war vielleicht. Nicht so das cleverste. Ich hätte vielleicht schon früher auf Pillowswine verzichten sollen oder halt schon eher von Vino aufs Pillow wechseln müssen. Für Gligar, dann hätte ich ihn schon eher in seine anderen beiden reingezwungen. Für ein bisschen Chip. Dann hätte es vielleicht gereicht. Aber gut. Wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.